bitte was richtig Gutes. Nö. Ich dachte auch Justin Bieber, aber welcher Songtext? Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Oh, Pimmelmädel. Sports, was geht ab? Ich bin der Kami. Jo, egal, Spritzer. Crony wäre mal mit dabei. Und wen haben wir dann noch mit am Stil? Ja, ich bin auch mal wieder dabei, zusammen mit meinem Teampartner. Ja, dem Volteras, richtig. Ich kennt er auch schon. Und statt der Moni haben wir heute einen ganz coolen Kommentator. Und zwar den Dirty Dara. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, da sind wir jetzt auf jeden Fall soweit schon mal komplett nice. Heute machen wir ein Team-Challenge. Wir haben ja heute unser Moni-Special und da wollten wir die Moni heute mal nicht als Glücksradfee einsetzen, sondern dass sie aktiv hier bei den Challenges mit dabei ist. Und wir machen heute so ein kleines Rework. Wir werden alle Sachen, die wir schon mal gemacht haben, werden wir heute nochmal machen. Und das erklärt euch jetzt mal der Dirty. Ja, also wir haben heute eine Aktion geplant mit 5 verschiedenen Challenges. In denen sich Team Moni und Team Kaka gegeneinander battlen. Und Runde für Runde erklären wir euch jetzt, also erkläre ich euch natürlich, um was für eine Challenge es sich handeln wird. Und ja, es sind lustige und spannende Sachen dabei. Und wir werden sehen, wer am Ende die Nase vorn hat. Ja, Kaka wird schon rasieren, aber. Jawohl! Was man noch kurz dabei sagen muss, dass wir natürlich wieder hier auf Sieg und Niederlage spielen. Die Sieger dürfen natürlich eine Kiste aufmachen. Wir spielen so wie immer bis 5, in der gesamten Challenge bis 5, ja. Und das Verliererteam muss wieder 3 Kisten aus eigener Tasche noch öffnen. Genau. Und muss noch als Special, ja, weil jetzt das Oktoberfest hier vor der Tür steht, so einen Wiesensong singen. Genau, das hat die Moni sich gewünscht und da das ihr Special ist, können wir ihr den Wunsch natürlich nicht abschlagen. Nein, selbstverständlich nicht. Wenn sie singen will, dann soll sie nachher singen. Nee, nee, ich suche euch was Schönes aus. So, schaut's aus. Ja, okay. Gut, dann starten wir die Bude und sehen uns gleich in-game. So, Freunde, wir starten jetzt mit der ersten Challenge. Das Ganze findet auf einer A-Map statt. Es spielt Team Moni gegen Team KK in 2 gegen 2 Modus. Ja, die T-Side mit der AK-47 und die CT-Side mit der M4. Und wer zuerst das gegnerische Team ausgeschaltet hat, der hat gewonnen und darf eine Kiste öffnen. Das Ganze geht gleich auf meinen Countdown. Ich zähle runter von 3. Halt! Jetzt lass uns halt, erstmal kaufen. So, ist ein Wolltet ihr nicht nach dem Kauf? Okay, du kannst jetzt runterstellen, wenn du willst. Wir sind alle bereit. Gut, ja. Dann gehen wir mit dem Countdown in 3, 2, 1, go. So, das kam hier ansteigen. Ja! Nein! Nein! Was macht der? Fuck, ey, ich hab nicht getroffen. Komm schon, Kai. Ja, nice! Alter, der Wortblick raus, die 2 Wortblick. Easy! Ja, Leute, erste Runde hier, KK souverän geholt, ja. Der Kai hat einfach mal Schellen verteilt. Und ich war für die Optik mit dabei. Ja, glaube ich. Also machen wir hier dürfen wir die erste Kiste aufmachen, weil wir die erste Runde geholt haben. Ich mache hier Chroma 2, ja, ich mache hier für unser Team auf. Und komm, du hast jetzt in dem Tour nicht viel gerissen, jetzt holst du hier den geilen Skin raus. Ja. Verstanden? Den geilen Skin wollen wir sehen. Ja, den Negev. Ja, was Neues, oder? Nicht schlecht, Kami. Aber ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, ja. Ist noch Luft nach oben. Ah, erstes Skin schon mal für euch, wird ein Negev sein und ja. Jetzt können wir, gebe ich wieder ab an den Dirty und der sagt, wie es hier weiterläuft. So, Freunde, erste Challenge ging an Team KK. Leider hat der Kami eine Negev gezogen, aber wir gehen jetzt auch direkt weiter zur Challenge Nummer 2, die daraus besteht, dass jeweils einer aus dem Team, bei Team KK wird es der Kami-Katze sein und bei Team Moni wird es die Moni sein, eine Kiste öffnet, eine Chroma 2 Kiste und Gewinner ist der, der den höheren Wert zieht. Also es geht nicht um die Farbe oder sonstiges, sondern der Wert von dem Skin wird gezählt und der Gewinner darf wieder eine Kiste öffnen für sein Team. Das ja, Ganze, ja, Erklärung, habt ihr offen alles? Ja, 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 alles gut. Gut, Kisten sind bereit, öffnen könnt ihr in 3, 2, 1, jetzt. Come on.
Klack, 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 das klack, klack, wird klack, was. Klack, 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 klack. Ich seh schon, das Kami, nice. Komm, letzte Nein, das wird nix, das wird nix. Oh, was hast du? Du holst sie, Kami. No, ich hab ne MP7 Armor Core. P250 Valence. Oh, das ist ein knappes Rennen. Oh, ich guck mal gerade, was sie wert ist. Der Stand, den ich jetzt sehe, der zählt. Die Armor Core ist jetzt gerade 8 Cent wert in diesem Augenblick. Okay. Ich hab die P250 Valence in Einsatz erprobt. Gut, das schauen wir auch gleich mal nach. Die P250 Valence in Einsatz erprobt. Da ist der aktuelle Stand genau jetzt 10 Cent. Wow! Gut. Nice, na gut, Kami, das war nix auf jeden Fall. 1-1, ne? 1-1. Ah. Ist doch alles drin. Gut, gehen wir direkt zur nächsten Challenge über, würde ich sagen. So, Freunde, wir sind jetzt in Challenge Nummer 3. Challenge Nummer 2 ging an Team Moni mit knappem Vorsprung von 2 Cent in der Kiste. Und in Challenge Nummer 3 geht es jetzt darum, dass ich für beide Teams ein Bild malen werde in Paint mit den absolut besten Paint-Künsten überhaupt. Und ja, beide Teams haben die Möglichkeit zu erraten, was es wird, wer schneller das Richtige errät, was ich hier zeichne. Dieses Team hat dann natürlich gewonnen, es darf reingeschrieben werden und es darf, es darf Zwischenrufe geben, so oft man möchte. Also man darf nicht nur einmal raten, sondern ne, man darf einfach schreien. Ich schreie gerne. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Okay. Ja, wir sind bereit. Nice, wir sind bereit alle. Ich fange an zu malen und zwar genau jetzt. Ich male ein bisschen langsam, damit es nicht zu einfach, zu schnell wird, weil ich bin kein Künstler. So. Okay, kein Problem. Ein Strich. Und ein Halbkreis. Und Katze, Maus. Sonne. Apfel. Ein See. Ein See. Ein Kreis. Ein Rad. Ein Atom. Eine Sonne. Uhr. Eine Uhr. Uhr ist Uhr. Richtig. Oh, Grumpy! Und da holt er die zweite Challenge für den Kakala raus. Nice! Ja, endlich darf der Kami auch mal Challenges gewinnen. Wie fühlt sich das an, Kami? Sehr gut. Ausnahmsweise mal zu gewinnen. Sehr gut. So, wir dürfen nochmal eine Kiste aufmachen. Team KK hier wieder erfolgreich. Crony hat es direkt erraten, hundertprozentig. Und da machen wir jetzt nochmal Chroma 2 Kiste für euch auf und hoffentlich ist was Geiles drin. Und Abfahrt. Klack, 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 klack. Komm. Jetzt wollen wir aber was Gescheites, komm. Kami. Ach, abgesickte Schrotflinte. Das ist so schön. Ein total schön. Skin. Die schaut schön aus. Hundertprozentig. Okay, dann können wir zur nächsten Challenge weitergehen. Unser Challenge Master. Dirty Terra wird zu erklären. Jawohl. So, Freunde, wir starten jetzt hier mit Challenge Nummer 4. Challenge Nummer 3 ging gerade an Team Kaka. Der Crony hat's rumgerissen und somit steht es 2-1 für die beiden. Challenge Nummer 4 handelt sich um ein Allgemeinwissensquiz. Ich werde beiden Teams eine Frage stellen und sie haben die Möglichkeit, dann zu antworten auf diese Frage, indem sie ihren Namen reinrufen. Und wenn die Antwort richtig ist, gibt's einen Punkt. Wenn die Antwort allerdings falsch ist, bekommt das Gegnerteam den Punkt. Das heißt, man hat nur eine Chance, richtig zu antworten. Sollte es keiner wissen und alle sind still, wird eine neue Frage ausgewählt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Okay. Yo, wir sind bereit. Die Frage für euch lautet, so, und die Frage lautet, wer war der republikanische Gegner von Bill Clinton bei den US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 1992? What the fuck? Wer war der republikanische Gegner von Bill Clinton bei den US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 1992? Keine Ahnung. Da wurde ich geboren auf jeden Fall. Wer sagt das? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. George Bush Senior. Hast du deinen Namen vorher gerufen? Ja, ja. Hat er. Die richtige Antwort ist George W. Bush. Wow! Ja. Nice. Alter, woher weißt du sowas? Bill Clinton, überlegt, wie alt er ist, und denke ich mir, gab Bush davor, gab es Bush Senior noch und. Ja. Okay, du bist George einer, die zu schlau für mich. Lol. An einer Frage wird das ausgemacht. Ja, gut, dann mache ich eine Kiste auf, oder? Ja, lass klingeln den Beutel. Stehst du runter, bitte? In die Kiste öffnest du in 3, 2, 1 und los. Bitte was richtig Gutes. Nö. Nö, will das nicht. Wo hast du denn gezogen? Eine USP. Mit Charlie. Mit Charlie. Mit Charlie.
Ja, okay. USB nein. Gibt's auch nicht ohne Schalli zu ziehen. Hat der Schlingel denn auch einen Namen? Ja, aber ich kann ihn leider nicht aussprechen. Talk? Ja, genau, ja. Oh, nice. Schick, schick. Alles klar, 2-2, es bleibt auf jeden Fall spannend und der Dirty haut jetzt die nächste Challenge raus. So Freunde, wir sind jetzt bei der letzten Challenge angekommen, Challenge Nummer 5 und es wird richtig spannend hier. Es steht nämlich 2-2 zwischen Team KK und Team Moni und die letzte Challenge hat es nochmal in sich für beide Teams. Und zwar geht es darum, dass ich hier jetzt gerade einen Songtext vor mir liegen habe von einem Chart-Hit, der muss nicht aktuell sein, es war auf jeden Fall ein Chart-Hit, den viele kennen sollten und damit das Ganze nicht zu einfach wird, werde ich das nicht vorsingen, sondern ich werde die Lyrics von dem Text vorlesen. Und die Teams müssen erraten, um was für ein Lied es sich handelt. Der Interpret spielt dabei nicht so die Rolle, aber der Songtitel soll auf jeden Fall erkannt werden. Und wir machen es wieder so, wer die Antwort weiß, ruft seinen Namen zuerst ins Teamspeak rein und wird dann drangenommen. Ist die Antwort falsch, geht der Punkt natürlich an das Gegnerteam. Und ich würde sagen, ich beginne einfach mal mit dem Lesen von dem Song. Ihr hört genau zu. Ja, wir sind auf jeden Fall bereit. Alles klar. Sehr gut, okay. Die Lyrics sind folgende. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Hi, Crony. Also Crony und Moni waren gleichzeitig für mich zu hören. Ich weiß jetzt nicht genau... Für mich klang das ziemlich gleichzeitig. Ja komm, wir machen so. Der Dirty zählt jetzt auf 3 runter und dann sagen wir beide die Antwort, ja? Paro? Und wenn wir beide richtig liegen, dann ist das halt so ein Matchpoint, dann geht's zur nächsten Runde. Und wenn einer von uns falsch ist, dann gewinnt halt der mit der richtigen Antwort, okay? Und wenn wir beide falsch sind, ist auch ein Matchpoint. Ja, finde ich gerecht. Finde ich auch gerecht. Gerecht nicht, aber okay. Also wie? Auf 3, also auf 0, schreist du einfach die Antwort raus. Der Dirty zählt jetzt runter, 3, 2, 1 und dann schreist du deine Antwort raus, okay? Ja, okay. Okay, machen wir so. Also seid ihr ready? Ja. Ja! Gut, die Antwort bitte in 3, 2, 1. Diamonds! Yes. Diamonds! Ja. Ja, war klar. War minimal verzögert, aber. Ich wüsste nicht, wie der Scheiß-Song heißt. Doch, das hätte sogar ich auch gewusst, ja. Egal, machen wir das Unentschieden für uns rausgeholt. Ja. Jetzt geht's aber in die nächste Runde. Machen wir noch eins. Machen wir weiter jetzt. Nächster Song. Nächster Song ist wieder ein damaliger Chart-Hit. Ziemlich bekannt auch. Und ich lese euch die Lyrics jetzt vor. You know you love me. I know you care. Just shout whatever. Caro! Das ist, ich weiß auch, was Justin Bieber Baby? Justin Bieber Baby. Moni! Ich wusste es, dass es der Justin nichts machen könnte. Ich wusste, dass es Justin Bieber ist, aber ich wusste nicht, wie der Dings da ist. Ich wusste auch. Cover davon, aber nur von dem scheiß Cover, Mann. Oh, das habe ich angehört. Ohne Ende. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Ja, ich wusste. Oh. Ich dachte auch Justin Bieber, aber welche Songtext? Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Ja. Warte, ich mach erstmal meine Kiste auf. Ja. Genau. 3, 2, 1, Kiste mit geöffnet. Oh, ich freue mich so, wenn ihr ja, ich brauche noch eine auf. Ich muss ja auch noch eine aufmachen. Abgesegnet, Rotstinte. Ich krieg die Desert Eagle Bronze Deko. Aber auf jeden Fall ein kleiner Applaus hier noch. Ja, ne? Auf jeden Fall. Schönen Moment. Herzlichen Glückwunsch. Jo, ich such mal euch hier das Lied schnell dabei. So, wie viele Kisten haben wir jetzt schon aufgemacht? 4, ne? Moni, du musst die 5. auch noch aufmachen, ne? Achso, ja, okay, mach ich doch gleich. Ja. 3, 2, 1. Und go. Ja. Oh, einer von euch Schlawiner muss sowas ziehen. Negev Manuel. Oh. Bronze-Deko nochmal. Negev. So, ich muss ja jetzt noch 3 Kisten aufmachen. Jo, mach mal. Weil wir immer verloren haben. Okay, machen wir die erste Kiste auf. Zack. Von den 3. Hoffen wir, dass in den 3 Zusatzkisten jetzt nochmal was Geiles ist. Ah, schade, eins weiter wäre cool gewesen. Aber MP7 haben wir schon mal gehabt heute. So, 2, 4, 5, 6 haben wir jetzt, ne? So. Nächste. Da muss doch jetzt was Gutes mit dabei sein. Ah, nochmal die MP7. Geht mir auf den Brenner, die Blödsinn. So. Und die letzte Kiste. Oh, ich hab kein Dings mehr. Ich muss gerade eine Kiste
organisieren. Ich glaube nur Blaukram heute, oder? Ich habe nur Blau, ne, oder? Ich glaube, ich habe nur Blau. Ja, ich habe auch nur Blau. Oh, schade, kommt jetzt in der letzten Kiste noch was richtig Sahniges. So. Jetzt kommt die letzte Kiste, gerade extra nochmal gekauft. Und jetzt die achte Kiste, come on. Jetzt nochmal was Schönes. Was geht's? Nee. Abgesickte Schuhflinte nochmal. Echt müde gezogen diese Woche, ey. Echt. Mann. Oh, das hat man noch nie, dass wirklich nur Blau dabei war. 2, 4, 6, 8 mal Blau gezogen. Und ihr habt auch 5 mal Blau gezogen. Ja. Schade. Aber es kann nicht jeden Tag Sonntag sein. Von daher. Richtig. Vielleicht ziehen wir nächste Woche wieder besser. Jo. Ah, mach mal. Hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Jetzt kommt leider noch die. Ja, die Verlierereinlösung. Der schöne Teil des Videos. Der Teil, auf dem ich mich schon heute den ganzen Tag drauf freue. Genau. Also, wir fangen bei 0 an. Also, Kai, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann 3, 2, 1, Play. Super, da hab ich ja Bock drauf, ey. Das ist schön, Komm. Wir haben dein Gesicht auf Dach, dein Gefühl, das sie vergleichen. Wusste nicht, wenn du küsst, ob du alleine bist. Ich frage mich, wie kann ich dich erreichen? Ich zähl bis drei, ich winke dich herbei und frage, bist du noch frei? Hast du eine Nummer oder hast du ein Foto dabei? Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Dann schenk ich dir auch ein von dir. Und 1, 2, 3. Okay, ich glaube, es reicht schon. Geil! So ein Schmarrn, ey. Ich könnte mich jedes Mal erschießen, wenn ich sowas mache. Ehrlich, ehrlich. Ich bin so gut. Applaus! Ja. Aber Applaus! Ihr habt das so schön gemacht. Ja, vielen Dank. Ich nehme mich mit auf die Wiesen. Ja, perfekt. Boah, das ist ja was Freund. Ja, das ist super. So, alles klar. Dann haben wir diese Special-Folge hier nun um. Ich sage Dankeschön erstmal alle, die mitgemacht haben. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, kommentieren und liken nicht vergessen, würde ich mich super freuen. Ich gebe ab an Crony, sage Dankeschön und Peace. Jo, hat heute besonders viel Spaß gemacht, die ganzen verschiedenen Challenges zu machen. Und ich hoffe, euch Spritzern hat es auch gefallen. In diesem Sinne, frohes Pimmelwedeln und ich gehe weiter an die Caro. Oh, Pimmelwedeln. Ja, also ich fand's ja jetzt mal mega, weil gewonnen und so, ich finde das richtig toll. Und ich glaube, ohne dich hätte ich's nicht geschafft. Du warst klasse, mein lieber Volteras. Nee, die Moni, ne, hat die letzte Runde so hart gewonnen, das hätte gar keiner von uns geschafft, glaube ich. Ne? Also, die alles entscheidende Runde, muss man dazu sagen. Die alles entscheidende Runde, 2-2. Ja, die definitiv gewonnen. So, hab ich noch gar nicht gesehen, ich hoffe natürlich, dass erstmal alle die Skins gewinnen, ne, Spaß damit haben vor allem. Ne? Oh ja. Und natürlich ein großes Dankeschön an den Kommentator, ne, der das schön erklärt hat. Jop, das stimmt. Ja. Sehr gerne. Hat auch mir Spaß gemacht und nochmal herzlichen Glückwunsch. Und auch natürlich an den zukünftigen Gewinner der Skins. Und einen schönen Tag. Ja, peace. Haut da rein. Tschüss. Tschüss. Kami und Crony auf YouTube vereint. Kakas gibt keinen geileren Scheiß. CSGO Skins und Gameplay gibt's auch. Und ihr wollt noch mehr Action? Ey, dann klickt doch mal drauf. We say we are fine, we are fine. Sunny day dreams and we up now. Vodka lemonade, I serve it up, it goes down. 75 degrees in a dope sound. All you need to live fine, to live fine. Sunshine, 'cause she need it. A dose of rainfall in the evening.